Leute, ich muss euch was gestehen, mir ist übertrieben langweilig. Merkt ihr das nicht? Merkt ihr das nicht, dass es hier übertrieben langweilig auf diesem Kanal geworden ist? Nicht wegen den Klicks und so. Die Klicks sind stabil, alles ist gut, ihr feiert mich, ich weiß das, ihr liked mich, ihr schreibt Kommentare ohne Ende. Traffic ist da, das ist nicht langweilig deswegen. Sondern ich finde, Bruder, fährt die gerade über Rot? Bro! What? Digga, da kommt ein Auto! Verpiss dich, Alter, die hat einfach grün. Oh. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Naja, genau, nicht wegen diesen Sachen, sondern wegen einer ganz anderen Sache. Und zwar finde ich, dass hier ein gewisses Format fehlt. Es fehlt mir ein Format, das so richtig dreckig ist und wo man Bock hat zuzuschauen. Wir hatten einmal Zerstörung, bam, das hat sich jeder angeschaut und das fand ich extrem geil. Dann hatten wir Autotests, auch extrem geil. Dann hatten wir Musik laut aufdrehen, das hatten wir ein bisschen schon lange nicht mehr, aber das hat andere Gründe, weil Copyright und so und Anzeige von anderen Menschen, die ins Bild kommen, ist ein bisschen heikle Sache, heikles Thema. Aber es fehlt noch ein Format. Was geht, Bre? Was geht, Bro? Der hat auch Cabriolet. Ja, Digga, der hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Genau. Uns fehlt ein geiles Format. Und ich stehe eher mehr so auf Serienformate. Heißt, nicht so unabhängige Videos, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wie das mit der Zerstörung. So Zerstörung Part 1, Part 2, Part 3, wo man einfach sich komplett auf die nächste Folge freut. Ja, beim Kacken ist mir da was eingefallen. Bro. Oder beziehungsweise, da ist mir nichts eingefallen, sondern ich habe da einen Kommentar gelesen. Warte mal kurz, hier, das schlägt hier wieder, weil mein After schwitzt. Dieser Bre hat geschrieben, versuch doch mal ein Auto zu kaufen und es wieder für mehr Geld zu verkaufen. Ja, Bro, das ist eine sehr, sehr gute Idee, die mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist. Und ich muss einfach ein dreckiger Händler werden, Bro. Aber gut, dann werde ich halt ein dreckiger Händler. Ich wollte nie ein Händler werden. Das war nie meine Absicht, weil das ist, Digga, ich sehe nur noch Cabrios. Seit ich dieses Auto habe, Cabrio da, Cabrio hier, ich habe Cabrio, alle haben Cabrio, Bro. Auch Cabrios, die keine Cabrios sind, sind Cabrios. Genau, Händler, Autohändler ist was extrem Dreckiges. Man muss telefonieren, man muss googeln, man muss sich mit Autos auskennen, man muss zur Werkstatt, man muss handeln. Bro, ich habe gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Aber wenn ihr mitmacht und ihr dabei seid und wenn wir an einem After ziehen, an einem Schamhaar, dann mache ich das. Dann mache ich das liebend gerne und ich habe richtig Bock da drauf. Auch die ganzen Fails, die kommen werden. Und es werden Fails kommen, so wie ich mich gerne, Bruder. Es werden, oh, ich werde so kranke Fehlkäufe machen des Grauens und ihr werdet mich alle auslachen und das ist geil, einfach nur geil, ich feiere das. Ich nehme euch auf diese Drecksreise mit vom dreckigen Keck zum dreckigen Keck-Autohändler. Bro, ich habe mich schon ein bisschen informiert. Was muss man dafür haben? Man muss auf jeden Fall ein Gewerbe haben. Hab ich. Grünes Licht. Boom. Was muss man noch haben? Man muss, und das ist ganz, ganz wichtig, rote Kennzeichen muss man haben. Wir brauchen rote Kennzeichen. Warte mal, ich stelle mich mal kurz hier irgendwo hin. Ich muss mich irgendwo hinstellen. Bro! Ich muss jetzt mein Handy auspacken. Jetzt bin ich hier komplett, Junge, lost. Warte mal. Junge, wo kann ich mich denn jetzt hier hinstellen? Ratata. Oh, hier ist gut, ja? Ja, hier ist gut. Ja, ich will euch komplett mit auf den Weg nehmen. So, komplett. Also alles. Ihr werdet alles sehen, was man als Händler so alles am Anfang benötigt, wie man vorgehen muss, zu welcher Behörde man rennen muss. Bro, ob man behindert im Kopf sein muss. Ja, das muss man auch. Behindert im Kopf muss man auch sein. Also passt auf, Leute. Es geht so folgendermaßen. Erste Aufgabe von uns wird sein, notwendige Unterlagen zur Beantragung eines roten Kennzeichens. Was benötigen wir alles? Wir benötigen Führungszeugnis, das muss ich beantragen, ich glaube, beim Bürgeramt. Das hat allerdings erst ab Montag offen. Dann aktuelle Gewerbeanmeldung habe ich, glaube ich, zu Hause. Ausweisdokument habe ich auch. Aktueller Handelsregisterauszug. Okay, da muss ich meinen Steuerberater fragen. Dann Bankzugermächtigung für die Kfz-Steuer. Oh shit, was ist das? Ich glaube, ich muss noch mit ein paar Leuten reden. Wenn ihr euch auskennt, schreibt mir die E-Mail, weil wir machen das ja jetzt alles zusammen. Und ihr könnt mir gerne helfen. Ich nehme jede Hilfe dankend an. Wie ein NBA-Spieler sein... Wie ging die Line nochmal? Ich hab die Line vergessen. Irgendwas, Laien, dies, das. Halt's Maul. Ich nehme jede Hilfe an. Ihr könnt mir auf diese E-Mail schreiben. Ich blende es hier ein. Unten in der Biotonne ist die E-Mail nochmal in den Kommentaren. Überall E-Mail. Erster Schritt jetzt, erste Aufgabe ist, rotes Kennzeichen zu organisieren.
organisieren. Schreibt mir, was ich alles dafür brauche, wo ich das alles herbekomme, wie lange es dauert, falls ihr euch auskennt. Also ihr könnt mir helfen, ihr seht. Aber ich informiere mich auch parallel dazu auch selber. So, was noch? Dann hier eventueller Stellplatznachweis. Ich habe eine Garage, das ist auch kein Problem. Ja, ansonsten braucht man nicht. Rote Kennzeichen sind nur für Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten zulässig. Kein Problem, überhaupt gar kein Problem. Mach ich, weil machen wir ja auch, wir sind Händler. Digga, wir werden einfach dreckige Händler. Ey, stellt euch mal vor, wir kaufen ein, keine Ahnung, Opel Corsa B für 300 Euro. Und in 3 Jahren, Junge, sitzen wir in einem scheiß Lambo. Junge, das wäre so krank. Aber das erwarte ich gar nicht. Ohne Scheiß, von diesem Format erwarte ich das gar nicht. Ich erwarte einfach nur, dass wir es machen, versuchen, tun. Das ist eh immer mein Motto so. Schon von Anbeginn dieses Kanales war es immer mein Ziel, einfach zu machen und zu gucken, was passiert, ohne Erwartungen. Ihr kennt mich. Jetzt hier zum Schluss kann ich nochmal einen kleinen Real Talk raushauen. Wenn ihr auch irgendein großes Ziel habt, sagen wir mal, ihr wollt euer Studium zu Ende machen oder eure Schule oder was weiß ich, ihr wollt Astronaut werden, fokussiert euch auf jeden Fall auf das Ziel. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber was noch wichtiger ist, fokussiert euch auf den nächsten Schritt. Weil, ich sag euch ganz ehrlich, stellt euch mal vor, einfach so komplett unrealistisch, ihr wollt Astronaut werden. Ihr wollt unbedingt Astronaut werden, aber es ist unrealistisch, weil euch, keine Ahnung, ihr seid behindert im Kopf und schafft die Prüfung nicht oder so. Oder ihr wisst schon, dass ihr die Prüfung nicht schafft. Aber auf dem Weg dorthin werden sich so viele Türen für euch öffnen, ihr werdet so viele Menschen kennenlernen, ihr werdet so viele Dinge machen, dass ihr vielleicht kein Astronaut werdet, aber ihr werdet Putzkraft, Bro, ihr werdet einfach Klos putzen. Junge, auch nicht schlimm, trotzdem seid ihr erfahrener, ihr habt was gemacht, ihr habt, versteht ihr, was ich meine? Also eigentlich ist das Weg, der Weg das Ziel und das Ziel sollte man nicht allzu krass fokussieren. Ich zum Beispiel hab auch so große Ziele, aber ich fokussiere mich immer auf, ja, auf den heutigen Tag, versuche das Beste daraus zu machen. Natürlich wäre es geil, als Autohändler jetzt hier einzusteigen, Opel Corsa zu holen und dann in, Junge, 6 Monaten Lambo zu fahren, das wäre ja ein Traum, aber wenn es nicht so klappt, dann ist das so, Bruder, dann ist das so und ich gehe da komplett erwartungslos rein, aber vielleicht schaffen wir es, das erste Auto direkt zu verkaufen und holen uns, keine Ahnung, machen aus einem 500-Euro-Auto ein 700-Euro-Auto, selbst das reicht mir, selbst das ist ein Erfolg, ja. Ich glaube daran, dass man wirklich jeden Tag einfach Gas geben soll und am Ende werden sich die Puzzleteile alle zusammenfügen und man wird trotzdem viel mehr erreichen, als wenn man einfach auf der faulen Haut chillt, auf der Couch chillt und nichts macht. Habt keine Angst vorm Versagen, ihr könnt nicht versagen, wenn ihr nur macht, 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 macht. Ihr seid schon, Bro. Es klingt so behindert, aber jeder Mensch, der jeden Tag einen Schritt vorwärts geht, ist schon erfolgreich. In meinen Augen, scheiß mal auf die Gesellschaft ist eher am Arsch. Für die Gesellschaft bist du erfolgreich, wenn du entweder einen Brief in der Tasche hast, wenn du, keine Ahnung, Studium beendet hast oder wenn du viel Geld hast. Sowas fuckt mich echt ab, wenn man, wenn die Gesellschaft die Menschen nach so Leistungen gewichtet. Sagt man das so? Ja, ihr wisst, was ich meine. Scheiß mal da drauf, auf diesen Erfolg, diesen gesellschaftlichen Erfolg. Für mich und für euch solltet ihr dann erfolgreich sein, wenn ihr einfach jeden Tag Gas gibt und eure Träume verfolgt. Und auch wenn ihr eure Träume nicht erreichen werdet, Bro, ihr werdet so viele andere Sachen erreichen. Glaubt mir, guckt mich mal an. Ihr seht's doch. Junge, was soll ich noch sagen? Deswegen kurze Motivation an euch. Macht einfach jeden Tag und hört auf, jeden Tag PS4, PS5, PC, Xbox, Switch und so zu zocken und nichts zu machen. Das ist so eine Verschwendung. Das Leben hat viel mehr zu bieten. Das sollte es dann sein für dieses Video, glaube ich. Ich werde das jetzt angehen. Ich werde mir rote Kennzeichen holen. Ich werde nach Autos schauen. Das mache ich auch zusammen mit euch. Wir werden im nächsten Video uns ein paar Autos anschauen. Im Bereich von, ja, wo sollen wir anfangen? Schießt mal raus in die Kommentare. Was sollen wir machen? 300 Euro? Das ist echt schwer. Also mit 300 Euro, Bro, jetzt aus meiner Erfahrung jetzt. Ich habe ja schon ein paar Autos gekauft. Unter 500 Euro wird es nichts. Da müssen wir ein bisschen höher ansetzen. Vielleicht geben wir direkt hoch auf 600 bis 1000 Euro, da was dazwischen und gucken uns mal den Markt an. Ich bin gespannt, echt, was wir uns da raussuchen werden und wir machen das alles mit dem SLK, solange der SLK noch bei mir ist. Das heißt, wenn das Auto irgendwo in Buxtehude steht, Bruder, ich fahre mit dem SLK dahin, kein Problem. Warte mal, das geht gar nicht. Bro, ich kann das Auto nicht abholen, ich brauche noch einen Fahrer. Bro, es kann auch sein, dass ich das mit dem Golf mache, mit dem Fahrdienst, Junge, ich habe ja einen Fahrdienst. Mal gucken, wie ich das mache, aber rote Kennzeichen sind jetzt erstmal Priorität.
Scheiße, ich habe sie einfach nicht durchgelassen. Sorry. Fahr du wenigstens, Junge. Wenn du jetzt fährst, habe ich wieder das Konto ausgeglichen und ich komme nicht in die Hölle. Ja! Digga, was ein Stau hier. Einfach euer Keckwirt-Autohändler. Einfach so. Braucht man eigentlich noch was dazu? Stelle ich mir das gerade viel einfacher vor, als es eigentlich ist. Ja, ansonsten nochmal hier am Ende. E-Mail, ganz, ganz wichtig. In den Kommentaren, in der Biotonne. Versucht auch so Autos rauszusuchen in der Umgebung Hessen. Zwischen 600 und 1000 Euro. Falls es weiter weg ist, dann ist es so. Aber wenn das Auto in einem guten Zustand ist, dann holen wir das und versuchen das ein bisschen aufzubereiten. Ich habe auch einen Aufbereiter, der kann das ein bisschen polieren. Dann werden wir es waschen. Wir werden es pflegen, hegen und versuchen dann für 200, 300 Euro mehr zu verkaufen oder vielleicht auch nur für 100 Euro. Mal gucken. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr wildes Format werden, wenn man das durchzieht und wenn man nicht direkt am Anfang aufgibt, weil ich weiß jetzt schon, es werden so viele Hindernisse kommen. Aber egal, wir machen das alles zusammen. Ich weiß, ihr steht hinter mir. Es schauen auch sehr, sehr viele Kfz-Leute, was Kfz-Leute, glaube ich da, Kfz-Mechatroniker hier zu. Ihr könnt mir bestimmt auch helfen. Vielleicht kommt ihr hier aus der Umgebung und ihr könnt die ein oder andere Sache mit mir zusammen reparieren. Mal gucken, wenn ich den Termin bekomme bei der Behörde oder in der Zulassungsstelle, dann fahre ich auch mit euch dahin. Wir machen alles zusammen. Alles. Alles, Junge. Junge, wenn ihr wollt, kann ich mich auch beim Scheißen filmen. Alles. Jetzt nehme ich euch komplett mit. Hier.